Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Es ist endlich wieder soweit und ich glaube, den heutigen Gast, den habe nicht nur ich mir sehr gewünscht, sondern auch ihr Zuschauer da draußen habt ihn euch unzählige Male gewünscht. Der einzig wahre, aller echte Crispy Rob ist heute zu Gast. Hallo. Nachdem ich jetzt im Dinner-Duell schon für dich gekocht habe, bist du heute mal ganz persönlich, ganz privat dran. Jetzt weiß ich, was du drauf hast. Ja, ich hab nur drauf gewartet. Ich musste erst mal zeigen, was ich kann und jetzt darf ich für dich kochen. Ey, ich freue mich unendlich, ich habe Riesenhunger mitgebracht. Ja. Wir hatten uns ja so ein bisschen schon abgestimmt. Stimmt, es wird so ein Mix aus meinen Wünschen und Überraschungen. Mhm. Finde ich sehr geil. So habe ich es am liebsten. Du hast dir ein italienisches Sandwich von mir gewünscht und das werde ich dir natürlich auch machen. Ich werde es aber mit einem kleinen Twist machen und zwar ein Pizza-Sandwich. Napoletanischer Pizzateig, 24 Stunden gereift, wird quasi einmal von mir zum Sandwich ausgebacken und dann mit diesen wunderschönen Zutaten gefüllt. Ich mache mich an die Arbeit und zauber dir ein leckeres Frühstück. Ich bin ready. Als Toppings für unser Sandwich müssen wir nur ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Ich werde eine Tomaten-Aioli machen, beziehungsweise einen Tomatenaufstrich. Dafür habe ich einfach ein Glas getrocknete Tomaten mit Öl in dieses Mixgefäß gegeben. Dazu kommt ein bisschen Senf, außerdem etwas Honig und ein Eigelb. Und dann kann man das Ganze durchpürieren und ich sage euch ehrlich, das muss man mal gemacht haben, das ist richtig geil. Ein Eigelb dazu. So, dazu noch eine Prise Salz und etwas Zitrone. Und ansonsten muss man schon sagen, das steht und fällt natürlich mit dem Pizzabrot. Man kann das genauso gut mit Ciabatta machen, also holt euch ein schönes Ciabatta, schmiert diesen Aufstrich da drauf, belegt den mit guten Zutaten und es wird sehr gut schmecken. Aber dieses Pizza-Sandwich-Ding, das ist schon wirklich Special. Mixstab und ab geht's. Bis das Ganze ungefähr so aussieht, ich werde es mal probieren. Und wegen Pizzateig nochmal, wenn ihr das Rezept sehen wollt, in einigen Videos habe ich es gezeigt, zum Beispiel im 50-Stunden-Pizza-Video, verlinken wir euch mal unten, könnt ihr reinschauen. Aber jetzt erstmal diesen Tomatenaufstrich probieren. Das ist wirklich eine Waffe, das ist ein Cheatcode. Dann gibt es jetzt eigentlich nichts mehr vorzubereiten, außer unseren Pizzateig. Bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und dann, man kennt das ja, erstmal den Rand ausformen. So reißen sollte uns das Ganze am besten nicht. Und im Backofen heizt bereits mein Pizzastahl vor. 250 Grad, richtig schön heiß. Kann man natürlich jetzt alles in einem fancy Pizzaofen machen, aber es funktioniert eben auch zu Hause, deshalb zeige ich euch das einmal so. Und jetzt kommt der Trick. Wir nehmen uns ein bisschen Olivenöl, geben das auf eine Hälfte. So öffnet sich das Ganze dann später wieder, wenn wir es wollen. Und dann klappt man es einfach zu, die Oberseite, das ist unfair. Dann kommt das Ganze auch schon ab in den Ofen und wir können schließen. 250 Grad so lange, bis es so aussieht. Das hier kann sich, glaube ich, wirklich sehen lassen. Man sieht förmlich, wie knusprig es außen ist und es lässt sich perfekt öffnen. So muss es sein. Und ich muss weinen, weil immer, wenn man Olivenöl im Backofen hat, dann machen die Augen Aua. Zack, dass es schön abdampfen kann. Hier habe ich ein paar Pistazien geschält und die hacke ich jetzt einfach vorsichtig klein, ohne dass sie mir vom ganzen Brett runterrutschen, weil so ein Pistazien-Crumble mit Burrata, das ist einfach unfair. Ich sag's, wie es ist. Es steht und fällt alles mit den guten Produkten, wie es halt ist in der italienischen Küche. Passend dazu vielleicht nach langer Zeit mal wieder eine Info zu Pasta Poesia. Es geht bald weiter. So viel kann ich sagen. In den nächsten Wochen passiert was Großes. Pasta Poesia hat eine blühende Zukunft. Deshalb bleibt dran und guckt auch mal auf den Channels vorbei, weil da könnt ihr vielleicht schon was erfahren. Wow, guckt euch das an mit dem Olivenöl am Schwimmen da drin. Knusprig. So soll es doch sein. Dann schnappen wir uns jetzt unser bisschen abgekühltes Pizza-Sandwich, unseren selbstgemachten Tomatenaufstrich. Und dann nehmen wir uns hier einen schönen Esslöffel, öffnen das gute Stück und einfach reinfeuern und ausstreichen. Das darf jetzt wirklich auch einfach ein bisschen rough sein. Oh, dieses Olivenöl, ne, was da hinten drin schwimmt, das ist wirklich so unfair. Und dann nehmen wir uns hier unseren Aufschnitt und das ist auch nicht irgendwas, nein, das ist Porchetta. Und den füllen wir jetzt hier einmal ordentlich rein, schön überlappend. Auch hier, da muss man sehen, dass nicht gegeizt wurde, sonst macht das alles gar keinen Spaß. Weiter geht's, ein wenig Rucola und dann eben unsere Burrata. Einfach aufziehen, hier drin ein bisschen verteilen. So, und jetzt, wie sollte es anders sein, wenn wir einen echten Feinschmecker zu Gast haben? Noch ein bisschen schwarzer Trüffel. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Das ist doch einfach schön. Und das Ganze nochmal toppen mit unserem Pistazien-Crumble. Oh, sehr geil. Jetzt kommt noch obligatorisch das bisschen Olivenöl, schöne Prise Salz und natürlich auch etwas schwarzer Pfeffer. Zack. Und jetzt, wir halbieren das, okay? Ja, ja, ja. Und fertig ist unser Frühstück. So, Rob, mein Lieber, du hast ja einen Kaffee gewünscht und ein italienisches Sandwich. Besser kann kein Tag starten, wirklich. Dann lass uns mal gemeinsam reingehen. Probieren wir. Gefühlt, ne, ist man noch ein bisschen satt. Das ist so heftig, das ist so mächtig auch. Aber muss sein. Ja, Pokerface kannst du, glaube ich. Dann lassen wir uns das Ganze mal schmecken. Und dann sehen wir uns gleich zur Bewertung wieder. Eieiei.
Komplett. Schön, dass es dir scheinbar geschmeckt hat, Rob. Es ist für mich, glaube ich, auch mit das Beste, was man frühstücken kann. Sehr geiles Sandwich. Ja. So geile Zutaten, die einfach glänzen. Schöner Kaffee dazu. Aber ja, the stage is yours. Teil uns deine Gedanken mit und dann am Ende pack das Ganze in eine Bewertung. Ja, all in all, traumhaft. Wirklich traumhaft. Ich habe es aufgegessen. Ich habe jeden Bissen genossen. Ich finde, es hat jetzt schon eine 10 von 10 verdient, weil es einfach ein richtig gutes Sandwich ist mit super Zutaten und du hast da so deinen eigenen Flair mit reingebracht. Auch hier der Pizzagedanke, super geil. Also ist ein Top-Sandwich, was sich so einen Platz teilen darf mit ganz vielen wunderschönen anderen 10 von 10 Sandwiches. Ja, okay, weißt du? Ich fühle 100%, was du meinst, weil ich finde auch nicht, das ist das beste Sandwich aller Zeiten, aber ich finde auch, es hat alles mitgebracht, genau, was das Sandwich genau, haben voll. Deswegen. Das war das Frühstück. Zum Mittagessen hat sich Rob eine Pasta von mir gewünscht. Das heißt, ich muss mich ins Zeug legen, weil Pasta und ich, ihr wisst selbst, das ist was Besonderes. Wir sehen uns jetzt in der Küche, wo ich euch verrate, was unser Mittagessen ist. Wir machen Pasta all'assassina, also ermordete Pasta, weil wir sie nicht im Wasser kochen, sondern in der Pfanne braten. Deshalb heißt das Gericht so, keine Sorge, es ist italienisch, ist abgenommen, man darf das Ganze kochen. Es ist trotzdem ein bisschen speziell, deshalb verstehe ich auf jeden Fall, warum Rob sich das gewünscht hat und auch warum er es noch nicht gekocht hat. Wir salzen das Wasser und anschließend geben wir Tomatenmark dazu. So stellen wir jetzt quasi eine Tomatenbrühe her, mit der wir später unsere Pasta garen. Es ist wirklich ein bisschen anders als bei normaler Pasta, aber es hat seinen Grund und es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ich habe das damals für einen TikTok gekocht und ich habe seit diesem Tag wirklich häufig daran gedacht, weil es ist nichts, was man sich so einfach jederzeit kocht, sondern es ist schon was Besonderes, aber es ist auch einfach, es ist schnell, es ist perfekt. Also Pfanne, Olivenöl, heiß werden lassen. Natürlich, ihr wisst es selbst, jede Menge Olivenöl. Alles, was wir reingeben, ist eine Chilischote. Die schneide ich mir einfach schön fein runter. Und etwas Knoblauch. Ich habe mir eine schöne große Zehe genommen, die ich ebenfalls fein hacke. Es ist wirklich leicht. Gleich wird es ein bisschen schwieriger, aber wenn ihr darauf Lust habt, kriegt ihr das safe hin. Jetzt nehmen wir Chili und Knoblauch und geben es einfach in unsere Pfanne hinein, wo wir das Ganze jetzt ein bisschen aromatisieren und vor sich hin brutzeln lassen. Farbe kriegen wir gleich noch genug. Sobald das ein bisschen anfrittiert ist, löschen wir ab mit passierten Tomaten, die wir einfach oben drauf geben. Und jetzt geben wir da drauf unsere Pasta. Einfach oben drauf legen. Es sieht absolut falsch aus, fühlt sich auch falsch an, aber wir müssen sie jetzt überdecken und ein bisschen mit Feuchtigkeit benetzen, weil ich nehme dafür mal so eine Zange. Einfach ein bisschen verteilen. Das sieht am Anfang immer ein bisschen ungewollt und ungekonnt aus, aber mit der Zeit, vertraut mir, wird dann die Pasta ein bisschen dehnbarer und dann kann man wirklich damit arbeiten. So, dann nehme ich mir hier auch schon eine Kelle. Hier drüben habe ich ja meine Tomatenbrühe und damit übergieße ich jetzt mal ein wenig unsere Pasta, damit die halt sich ein bisschen bewegen lässt. Und ihr seht es jetzt so langsam, aber sicher kann man die Pasta hier so ein bisschen in Form bringen und sobald die dann hier unsere ganze Pfanne, unseren Pfannenboden ausfüllt, können wir sie brutzeln lassen. Und hier unten, guck mal, hier sieht man es schon ein bisschen, wenn wir hier in die Mitte reingehen, da brät es jetzt wirklich schon ordentlich an, ne? Das ist schon echt nicht ganz ohne. Nach einer Weile können wir das Ganze dann auch schon drehen. Und auch unsere Pasta hat teilweise schon richtige Brand. Ein Spiel mit Temperaturen. Das sagt Nelson immer, da muss ich es auch tun. Aber jetzt geben wir auch nach und nach von unserer Brühe wieder dazu, bis wir halt perfekt al dente sind, der Sugo tiefrot wird. Ich habe jetzt noch Burrata geholt dazu, weil die ist wirklich eine 10 von 10, von wie intensiv sie schmeckt, falls es ein bisschen abgemildert werden soll. Aber man kann sie definitiv auch so essen, aber danach hast du viel durch. So geben wir jetzt immer wieder etwas von unserem Sud hinzu, lassen ihn verkochen, bis wir perfekt al dente sind. Das sieht schon falsch aus jetzt gerade, ne? Aber so muss das halt sein. Ja. So, jetzt haben wir es nochmal ordentlich angebraten von einer Seite. Und jetzt ist die andere dran. Und ihr seht, hier ist richtig Farbe an der Pasta und auch am Pfannenboden. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber ich weiß, wie sie schmeckt, deshalb bin ich guter Dinge. So, Freunde, das ist die fertige Pasta. Ganz ehrlich, richtig zufrieden bin ich damit nicht. Das hat den einfachen Grund, dass diese Röstung, die ich zwischendurch hatte, anscheinend nicht intensiv genug war. Weil sie ist am Ende ein bisschen verkocht in der Suppe einfach. Das Ganze nochmal mit Burrata toppen. Weil das braucht man wirklich. Das hat viel Säure, das hat viel Salz. Da geht eigentlich ein bisschen mehr, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es abgeschmeckt, es schmeckt trotzdem sehr gut, aber schauen wir mal. So, Rob, es wird Zeit fürs Mittagessen. Let's go. Guck mal, ich spiele mit offenen Karten, ja? Ich hab's schon mitbekommen. Ja, es hat nicht perfekt funktioniert. Ist weil okay. Sie kann noch mehr anbraten, aber ich glaube, dass ich durch Burrata-Topping, das ist jetzt nicht super typisch, passt aber sehr gut dazu, dass ich vielleicht noch ein bisschen was rausholen kann. Ey, das ist vollkommen normal. Wer kennt das nicht? Dinge, die ich schon 100 Mal mache, gehen trotzdem mal schief. Ja, ja, das ist einfach die Realität.
Realität. Ja. Es klappt nicht alles perfekt und ich finde es super, dass du einfach damit lebst. Weil jetzt eine Portion mehr machen, wie wozu? Ja. Ich das sagst du noch. Noch hast du nicht probiert. ich bin gespannt. Also, ne, ich habe es ja so oft schon gesehen und ich habe es bei dir auch auf TikTok gesehen. Ja, ja. Und das sah so geil aus, dass das vorher so dunkel ist. Und deswegen diese Farbe hat es aber zwischendurch. Nicht irritieren lassen, dass sie nicht da ist. Es war angebraten, aber es ist jetzt nicht mehr so schwarz am Ende. Okay, ich bin trotzdem einfach gespannt, ob es nur nach Pasta mit Tomatensauce schmeckt oder ob dieses Rauchige auch rauszuschmecken ist. Die Burrata kommt schon sehr gepflegt, finde ich. Also, gute Idee, die noch drauf zu machen auf jeden Fall. Ja, Pokerface, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es an die Bewertung geht. Ganz simpel. Das schmeckt tausendmal geiler als Nudeln mit Tomatensauce. Ich bin nicht der Fan von plain Tomatensauce. Auf Pizza nicht der große Fan und auf Nudeln auch nicht. Ja. Klein im Ragout, was anderes. Aber wenn man jetzt einfach nur Tomatensauce nimmt, finde ich immer so, ja. Das ist so langweilig. Ja, voll. Selbst wenn du da einen Haufen Gewürze und das Ding 5 Stunden ziehen, ne, irgendwie, es ist eine Tomatensauce. Aber hier, vielleicht weil es der Tomatenmark ist, ist es so dieser intensivere Tomatengeschmack. Ja. Und der passt zu diesem Gericht enorm gut. Jo. Mit diesem Röstaromending finde ich es richtig geil. Pack das Ganze mal in eine Note. Wie gut hat sie dir geschmeckt? Ich muss sagen, diese Burrata passt hervorragend, weil das macht es nochmal so leicht cremiger alles. Ja. Und auch ordentlich Pfeffer und Salz. Also von Punkten ist eine stabile 8 von 10. Oh. Ja. Ich hatte schon, also bevor ich gegessen habe, hatte ich schon Angst, jetzt kriege ich richtig hier die Ohren langgezogen. Ey, aber es hat wirklich gut geschmeckt. Ich hätte es nicht aufgegessen, wenn es mir nicht geschmeckt hat. Es hat wirklich gut geschmeckt. Und für Pasta mit Tomatengeschmack ist es meine Nummer 1. Wow. Es gibt aber eine Sache, wenn du Tomatensauce nicht so gerne magst, die magst du ganz besonders gerne, habe ich gehört. Da gibt es einige Sachen. Ja, und eine Sache ganz, ganz besonders gerne. Wenn du auf das anspielen willst, da stimme ich dir zu. Davon habe ich 100 Gramm im Kühlschrank. Kaviar. Wir machen eine Abendspeise, wirklich. So habt ihr sie noch nicht gesehen. Rob hat keine Ahnung, was kommt. Nee, freut euch drauf. Wir chillen kurz und dann knallt es richtig. Das wird richtig, richtig gut. Ey, du hast wirklich eine, also auch jeder aus deinem Team hat so eine Ansage gemacht. Ja. So, wegen, weißt du schon? Ich so, nee. Der so, warte ab, was dich erwartet. Also ich weiß wirklich nicht, was das kommt. Das ist so ein Ding, was ich immer auf TikTok gesehen habe und ich dachte mir so, welcher Mensch macht sowas? Okay. So, weißt du? Und dann habe ich überlegt, ja, heute mache ich es. Also es ist wirklich brutal, Leute. Ich bin so gespannt. Das wird geil. Du musst auf jeden Fall draußen bleiben, weil gleich kommt eine Überraschung hier an den Tisch. Okay, ich lasse mich nicht spoilern. Ja. Ich habe hier ein paar Zwiebeln Julienne geschnitten, also Gemüsezwiebeln, dicke Gemüsezwiebeln. Gebe einen großen Block Butter in meine Pfanne und schmelze ihn. Denn was wir jetzt vorhaben, wird wirklich illegal. Also wir geben jetzt mal unsere Zwiebeln in die Pfanne mit ordentlich Butter. Hier ist jetzt eben der Key, dass wir die Zwiebeln nicht anbraten. Also wir wollen keine Schmorzwiebeln, sondern wir wollen sie relativ, ja, mit wenig Farbe haben. Und dafür einfach fein abschmecken mit viel Butter und Essig. Das ist nämlich so ein Ding, das habe ich immer und immer wieder auf TikTok bekommen. Dave Chang heißt der Koch, der hat das gemacht für Seth Rogen und noch einen anderen. Das war wirklich absolut crazy. Deshalb, ich wollte immer eine Entschuldigung finden, es zu machen. Heute ist der Tag gekommen. Also, hier ist jetzt eben der Key, alles feinteilig aufzubrechen, schön gleichmäßig geschnitten und dann immer rechtzeitig mit Wasser rangehen, damit es eben nicht diese Röststoffe bekommt, sondern eher dämpft. Damit das Ganze wirklich dämpft, gebe ich jetzt schon einen Schluck Wasser dazu. Dann haben wir gar nicht erst, dass sich so ein dicker Satz am Boden bildet und das Farbe zieht und das Wasser verkocht sowieso. Das ist wirklich ein sehr dekadentes Gericht. Also es ist einfach basically Chips mit Kaviar. Also Chips rein. Ich glaube, dass die Robs dafür auch perfekt sind, weil sie wirklich ein bisschen dicker sind und mehr Crunch haben. Wenn wir gleich oben drauf das Spiegelei legen, dann das wird schon sehr gepflegt kommen, vertraut mir. Guck mal, wie jetzt hier schon die Butter mit dem Wasser zu so einem Buttersud wird, Alter. Das ist wunderschön. So, unsere Zwiebeln sind jetzt schon schön gedünstet, haben ordentlich viel Glanz, nochmal ein bisschen Butter dran gegeben. Und jetzt kommt ein wenig Essig zum Einsatz, um das Ganze noch mit Säure abzuschmecken. Und hier drüben geht es jetzt weiter. Wir machen Spiegelei, aber nicht ein bisschen, sondern eine ganze Pfanne. Butter schmelzen. Auch hier wieder viel Butter, ne? Das geht wirklich darum, einfach auf die Kacke zu hauen. Viel Butter, viel Ei, viel alles und viel Chips. Das Ganze wird noch mit ein bisschen Salz abgeschmeckt. Und dann konzentrieren wir uns auf unser Spiegelei. Ein paar Eier schlage ich mir hier in eine Schüssel. Wichtig dabei, dass ich die Eigelbe nicht kaputt haue. Aber jetzt habe ich es gejinxt. Spätestens jetzt haue ich eins kaputt. Das ist jetzt auch so ein Ding, da darf dann das ganze Büro mal probieren. Zu Recht auch wohlgemerkt. Die Pfanne hat schön Hitze. Einfach rein. Oh ja, und sie verteilen sich direkt so schön. Und jetzt müssen wir wirklich auch einfach ein bisschen Geduld haben und warten. Soll ich probieren, die noch ein bisschen zu drapieren? Ein bisschen was geht, glaube ich. Das muss reichen. So sieht's gut aus. Okay, und jetzt warten, bis sie von unten richtig schön knusprig sind und oben noch flüssig. Jetzt kommt der große Moment. Perfekt. Und natürlich
nicht zu vergessen. Nichts wird zurückgelassen. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Das ist wirklich absurd. Weird. Hier drüben ist gut. Ordentlich draufladen. So muss es sein. So, ein paar Kräuter. Schön grob. Ich glaube, wir können essen. Ja, so, Rob. Das ist wie ein Urlaubstag für mich. Ich spiele Switch. Du kochst wirklich, als wäre ich gerade im Türkei-Urlaub all-inclusive. Nehmen wir das gerne schon mal ab. Okay. Eine Frage, warst du schon mal in Mexiko? Nein, aber wollte ich schon immer hin. Okay, weißt du, was Chilaquiles sind? Jetzt auf die Schnelle, nein. Das sind getoppte Nachos, also okay. Tortilla-Chips. Ja. Aber soweit ich weiß, hat Robs keine Tortilla-Chips. Nee. Deshalb habe ich die russischen Chilaquiles gemacht. Das, wir gehen einfach mal rein. Das nehme ich direkt mit. Zack, zack, zack. Man darf dabei richtig schön messy sein. Darum geht's. Das ist wirklich ein Gericht, das verstößt gegen alle Regeln. Probieren wir. Guten. Der Kracher für jede Party. Ja. Und klar, mit Kaviar, ey. Eine gute Party auf jeden Fall. Leute, das müssen wir jetzt teilen mit allen. Wir sehen uns gleich wieder zur Bewertung. Leute, das ist krank. Das ist so verdammt cool. Wirklich. Du hast mich absolut überrascht. Es ist so ein Knüller, weißt du? Ich will es am liebsten auf der nächsten Party machen und diese Reaction der People sehen. Mhm. Es geht vollkommen auf. Die Robs Meersalz schmecken fantastisch in dem Ganzen. Aber, wie Eric gerade eben schon meinte, es fehlen noch ein, zwei Handgriffe, um es perfekt zu machen. Die Feinjustierung. Wenn wir beide jetzt 2 Tage Zeit hätten, um das Ding so perfekt zu machen, wie wir gerade meinten, eine Creme Fraiche mit Zitrone oder sowas, weißt du? Deshalb war ich auch so hyped, es dir zu präsentieren, weil wenn man das auf den Tisch stellt. Super, super unterhaltsam. Von mir kriegt es eine 9 von 10. Wow. Einfach, weil ich weiß, wir kriegen die 10 von 10 noch hin. Wir kriegen die noch hin. Da muss noch eigene Ideen rein. Aber grundsätzlich super witzig. Danke, Mann. Ey, es war wirklich cool. Du bist echt ein guter Koch, wa? Dankeschön. Du aber auch. Ihr habt es ja gesehen am Sonntag schon. Wir haben schon bewiesen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was können. Ja. Aber wir können auch halbieren. Wer von uns aber besser halbieren kann, könnt ihr bei Rob jetzt auf dem Kanal das sehen. Das war spannend. Bis zur letzten Sekunde war es spannend. Das war sehr, sehr krass. Und war ein schöner Tag mit dir, Mann. Danke. Vielen Dank für all diese harte Arbeit. Ich weiß, dass du schätzen und ich sehe auch, oder ich fühle auch den Aufwand. Klar. Es ist so. Mit Liebe. Das auf jeden Fall und nicht zu unterschätzen. Dreimal kochen ist dreimal kochen. Das stimmt. Nee, wirklich danke, danke. Hat mir richtig geschmeckt und wie gesagt, hat sich angefühlt wie Urlaub. Ja, komm, genieß deinen Urlaub. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, schaut bei Rob vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.